So, ich bin mal ein Stockwerk höher gegangen. Wir haben hier Keramiken aus einer lokalen Kultur, nämlich der Matja-Jau-Kultur. Und es ist so, dass es in der Jungsteinzeit relativ viele verschiedene lokale Kulturen gab, die fast alle irgendwelche Töpferwaren hatten, die sich aber dann regional unterschieden haben. Hier haben wir ein sehr einfach gearbeitetes Stück. Das ist einfach ein ganz normales Schälchen, das vom Fuß bis zu den Schultern relativ breit zuläuft und sich dann zum Mund oder zur Lippe oben wieder ein wenig verengt. Das Stück ist unglasiert und auch sonst wenig dekoriert. Das Einzige, was man sehen kann, ich hoffe auch auf dem Film, ist so ein leichtes eingedrücktes Linienmuster. Ansonsten ist dieses Schälchen allerdings undekoriert. Aus derselben Kultur gibt es allerdings auch noch dieses Stück. Oder ich stelle es mal ein bisschen weiter nach rechts, dann haben wir einen Überblick. Ich möchte aber auf das ganz linke Stück, auf dieses hier eingehen. Und das mal kurz erläutern. Es scheint auch ein Gefäß zur Aufbewahrung gewesen zu sein, hat aber einen ganz anderen Stil als das erste. Das erste, möglicherweise hat es der kurzfristigen Aufbewahrung von Lebensmitteln gedient oder aber auch direkt dem Verzehr oder dem Auftischen. Und das hier ist ein sehr elaboriert gearbeitetes Stück. Wir haben da einen etwas schmaleren Fuß, der in einen sehr wuchtigen Körper ausläuft, sich zum Hals wieder verengt, und der Hals ist auf der gesamten Länge ungefähr gleich breit, ein bisschen schmaler als der Fuß und weitet sich zur Lippe hin geringfügig. So, jetzt werde ich die Kamera mal kurz umstellen, damit man den zweiten Teil auch noch sieht. So ist es ganz gut. Es ist an der Schulter, die jetzt nicht direkt abgesetzt ist, zum Gefäßhals hin verlaufend noch ein Henkel angebracht. Den gibt es nur auf einer Seite. Das Stück selber ist bemalt. Das untere Drittel des Körpers ungefähr ist frei von Dekor. Und der Rest des Körpers ist zweifarbig gemalt, wenn ich das richtig sehe. Nämlich einmal gibt es einen schwarzen Hintergrund. Und dann gibt es solche Wellenlinien, und also sehr lang gearbeitete Wellenlinien, die jeweils über die Hälfte des Gefäßkörpers verlaufen. Und in der Mitte dieser Wellenlinien ist ein roter Strich und davon ausgehend schwarze Striche, die diesen roten Strich dann mit dem schwarzen Hintergrund verbinden. Das Ganze in zwei Ausführungen, und jetzt stelle ich nochmal die Kamera um. Wenn man es von dieser Seite betrachtet, sieht man, dass in der Auswölbung der Linie nach unten, dass man da oben keinen freien Platz gelassen hat, sondern noch so eine, sagen wir halbmondförmige Sichel oben angebracht hat. Wunderbar. So viel erstmal zu dem Stück.